Die Pneumonie, heutzutage ja sehr wichtig bei Covid-19, will man ja sehr viel Pneumonien inzwischen abklären. Und dort sind die Charakteristika die, dass es auch eine Transparenzminderung ist, die ist aber mehr oder weniger homogen. Also es gibt Lobert-Pneumonien, die atypischen Pneumonien, Bronchopneumonien. Und in der Regel sind die vom Volumen her so, dass sie sich, also das Volumen des betroffenen Lungenabschnitts erstmal nicht ändern. Erst im fortgeschrittenen Stadium, wenn da große Mengen Flüssigkeit drin sind, dann wirken sie eher expansiv. Sie können aber auch gerade bei Bronchopneumonien auch mit Atelektasen einhergehen. Man sieht in der Lobert-Pneumonie vor allem das positive Bronchoaerogramm als charakteristisches Zeichen im Röntgenthorax und dort dann eben die scharfe Begrenzung auf das Lob, den Lappen oder das Segment. Das ist ein Beispiel für eine Lobert-Pneumonie. Hier sieht man eben in zwei Ebenen ganz klar, dass diese flächige Transparenzminderung sich im Oberlappen auf der rechten Seite befindet und alle anderen Lungenlappen letztlich dann nicht betroffen sind. Das ist dann, wie das aussieht, wenn es etwas fortgeschritten ist. Das ist sogar noch ein Fall mit dem ARDS. Die Lobert-Pneumonie ist jetzt auf der linken Seite, das, was Sie in dem CT so wolkig sehen, wo eben das Bronchopneumogramm drin ist. Das sind die alveolären Infiltrate mit den luftgefüllten Bronchien dazwischen bei der Lobert-Pneumonie. Das ARDS, das zeigt sich vor allem auf der rechten Seite in diesem Gradienten. Also das ist letztlich das Muster, was Sie da sehen. Das ist im Röntgenbild sehr schwierig zu differenzieren und da braucht es schon das CT, um die beiden Komponenten einigermaßen voneinander zu unterscheiden. Aber auch da ist es nicht zu 100% immer möglich. Eine Aspirationspneumonie ist was, was gerade im Kontext Liegetrauma, auch Schlaganfälle so recht häufig vorkommt. Und da ist vor allem das Muster charakteristisch. Hier haben wir vorwiegend eben rechts und auf im unteren Teil der Lunge diese Infiltrate, die dann vom Muster aber eher aussehen wie eine Lobert-Pneumonie, mit der Ausnahme, dass natürlich durch die Aspiration das Bronchopneumogramm nicht so da ist. Man sieht also die mit dem aspirierten Material verlegten Bronchien dann natürlich nicht schwarz hervortreten. Das ist eine atypische Pneumonie, so wie wir sie diese Tage leider sehr häufig sehen. Wir gucken das aber vorwiegend im CT an, weil wir dort eine bessere Differenzierbarkeit haben zwischen verschiedenen Erregern und die Covid-19-Pneumonie sehr gut von anderen atypischen Pneumonien unterscheiden können. Das, was Sie hier sehen, ist eben eine atypische Pneumonie, die nicht bei Covid-19 auftritt. Das ist im Fall, da sehen Sie diese Milchglas-Infiltrate im CT sehr eher zentral betont und nicht in der charakteristischen peripheren Verteilung, wie Sie es bei Covid-19 haben. Das wäre der Fall, wie es hier ist. Da sind eben die Infiltrate vor allem in der Peripherie zu sehen. Im Röntgenbild ist es extrem schwierig, die Dinge zu sehen und auch zu differenzieren, sodass hier zumindest bei uns im Haus das CT jetzt sehr stark genutzt wird für diese Diagnostik. Aber nichtsdestotrotz, man kann es auch im Röntgenbild sehen, aber eben zum sehr viel späteren Zeitpunkt dann.